Forellenangeln mit der Pose, wie das geht, was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt hier im Video. So, wenn du zum ersten Mal an Forellenteich gehst und mit einer Pose angeln möchtest, empfehle ich dir diese Montage. Du brauchst drei Sachen, um anzufangen zu angeln. Eine Rute, eine Rolle, die Schnur drauf, eine Stopperkugel, eine Pose, ein Wirbel, ein Vorfach und ein Köder. Alle Sachen sind nochmal unten verlinkt und aufgelistet, was du genau brauchst. Ich habe hier eine schöne Forellenrute, 3 Meter lang, etwas weichere Spitze. Das ist immer ganz wichtig beim Forellenangeln, dass die Pflege sozusagen, wenn der Biss kommt und der Fisch richtig abzieht, von der Rute gut abgefedert wird. Dann habe ich eine 2500er Rolle und eine 20er Hauptschnur drauf, also 0,20 mm Durchmesser. Das ist alles, was ihr braucht. Wenn ihr zum ersten Mal an Forellenteich geht, reicht das hier so top aus und ist, ja, ihr seid bestens ausgerüstet. Ihr könnt für 20 Euro eine Rute kaufen, könnt für 100 Euro eine Rute kaufen. Wenn ihr das erste Mal an See geht, kauft euch ein mittleres Preissegment, einfach eine Rute, eine passende Rolle dazu, gibt es schon für 30 Euro, eine Schnur drauf und dann legt ihr los und guckt erstmal, ob das was für euch ist. So, fangen wir jetzt mit der Montage an. Ich habe jetzt hier meine Hauptschnur. Das ist eine 20er Hauptschnur, das heißt 0,20 mm Dicke. Dann habe ich hier einen Gummistopper, den zieht ihr auf die Hauptschnur rauf. Dann habe ich hier eine ausgebleite Pose. Ausgebleit heißt, ihr braucht hier unten kein Blei mehr ranmachen, damit die Pose im Wasser steht. Die könnt ihr so ins Wasser werfen und sie steht. Die hat jetzt hier 3 Gramm. Dann habe ich hier einen Wirbel. Der Wirbel verbindet die Hauptschnur mit deinem Vorfach. Dann habe ich hier an dem Vorfach 60 cm und hier unten meine Bienenmade oder meine Paste, die sinkt, oder Fernwurm, was auch immer dran. Die Tiefe, also wie tief der Köder unter der Wasseroberfläche angeboten werden soll, bestimmt ihr mit diesem Gummistopper. Den zieht ihr jetzt, sagen wir mal, auf diese Höhe oder wir ziehen ihn mal ganz nah an die Pose ran. Das heißt, die Pose treibt ja an der Oberfläche. Der Köder zieht sozusagen die Montage gerade nach unten. So würde das Ganze jetzt im Wasser aussehen. Die Pose steht, der Wirbel verbindet die Hauptschnur mit dem Vorfach und so steht das Ganze dann im Wasser. Hier unten ist meine Bienenmade und wenn ein Biss kommt, zack, zieht diese Pose ab, dann müsst ihr anschlagen und es geht los. Ich ziehe mir da jetzt meine Bienenmade rauf. So, die schmeißen wir jetzt aus und gucken mal, was beißt. So, wie wir im vergangenen Video schon erwähnt haben, eine schöne, leichte, feine Rute mit einer dünnen Sehne, ne, eine 0,20er oder 0,18er ist top zum Forellenangeln. Da kriegt ihr nämlich diese leichten Montagen, ne, hier wie diese 3 Gramm Pose, auch relativ weit raus. Als wenn ihr da jetzt so einen dicken Knüppel habt als Rute und eine dicke Sehne drauf, dann ist die Reibung höher. Kriegen wir so super hin. Jetzt haben die hier schön ausgeworfen. Die Pose steht wie eine 1, da sie ja schon ausgebleit ist. Und wenn die abzieht, wissen wir, da gibt's Fisch. Packe ich jetzt hier in meinen Rutenständer. Was ich mal ganz gerne mache, wenn ich meine Posenmontage ablege und ein bisschen was anderes mache, mich nicht konzentriere oder die ganze Zeit die Pose beobachte, mache ich den Bügel auf. Kann der Schnur, wenn der Fisch, wenn er beißt und abzieht und ich das nicht mitkriege, sich Schnur nehmen und spürt keinen direkten Widerstand. Oh, da geht der Schwan hier ab. Dickes Teil, wa? So, mit der Posenmontage, die wir eben ausgeworfen haben, kann man nicht unbedingt schleppen. Dafür gibt es diese Posenmontage. Das ist eine Schleppposenmontage. Hier habe ich diese Pose, wo ich oben die Sehne durchziehe. Unten habe ich das Glas. Es geht auch mit dem Blei, aber Glas sinkt langsamer ab, weil das spezifische Gewicht an Land anders ist als unter Wasser. Da habe ich hier einen kleinen Gummistopper, zack, ein Dreifachwirbel, ein Vorfach mit einem kleinen Blei, so 20 cm vom Haken. Und hier mache ich jetzt meine Paste drauf. Da mache ich mir jetzt nämlich einen schönen Propeller. Ich habe jetzt hier gerade hier vom Nachbarn gehört, dass das braune Paste hier wohl super funktionieren soll. Ja, und das probieren wir gleich mal aus. Die Jungs sind hier schon öfter unterwegs gewesen, deswegen testen wir jetzt einmal braune Paste aus. Diese Montage ist für Leute, die sich ein bisschen mit den Propellerpasten beschäftigt haben, also einen Propeller aus so einer Paste drehen können. Ne? Wir haben hier dieses Powerbite und wir wollen jetzt, dass dieses Powerbite unter Wasser eine schöne Druckwelle macht. Da gibt es 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Methoden. Die macht jeder ein bisschen anders. Genau, machen wir auch nochmal ein Video zu. Ich mache hier das jetzt Ganze einmal im Schnelldurchlauf. Ihr könnt auch eine Bienenmade drauf machen. Ihr könnt auch eine Gummibienenmade drauf machen. Also Kunstköder. Hauptsache, der rotiert beim Drehen. Wenn ihr euch damit wohlfühlt und das in diese Richtung gehen wollt, dann nehmt ihr auf jeden Fall so eine Montage. Wenn ihr sagt, nee, ich bin absoluter Anfänger, ich will dieses ganze Gefummel noch nicht haben, will einfach meine Bienenmade ranhängen, auswerfen und warten, bis was beißt, dann nehmt ihr die Montage von eben. Jetzt bauen wir hier einen Propeller. So sieht das Ganze aus. Zack, seht ihr, der macht jetzt schön richtig Druck unter Wasser. Ziehen wir die Pose hier ein Stück hoch. Zack. Und das schleppen wir jetzt schön. Nehmen jetzt die Montage hier. Zack, schmeißen die auf. Und kurz bevor es auf dem Wasser aufkommt, einmal abbremsen, ne? Also einmal in die Spule reinfassen, dann streckt sich die Montage schön. Und jetzt holen wir die, ne? Gucken, dass wir die Bremse ein bisschen eingestellt haben, nicht zu fest, nicht zu lose. Und jetzt schleppen wir die Montage schön und jetzt dreht sich der Propeller schön unter Wasser und gibt richtig schön Gas und macht eine richtig schöne Druckwelle.
Dann könnt ihr ab und zu mal stehen lassen, stoppen. Jetzt sinkt er. Dann sehen wir ja eine schwimmende Paste. Die dreht sich jetzt unter Wasser noch ein bisschen langsam weiter und dann wieder loslegen. Ja, das ist das Schöne an dieser Posenmontage. Ihr könnt damit passiv und aktiv angeln. Also könnt ihr jetzt einfach auswerfen. Die Montage streckt sich und sinkt unter Wasser. Und ihr könnt diese Posenmontage super zum aktiven Angeln, also zum Schleppen benutzen. Genau, ihr könnt jetzt alles benutzen, was unter Wasser sich schön dreht. Ihr könnt zwei Bienenmaden nehmen, die entgegengesetzt aufgespießt werden. Also eine Krümmung so und eine Krümmung so, wie so ein L. Und zig verschiedene Propellerformen. Könnt aber auch einen Twister drauf machen, einen Gummifisch, alles. Diese Montage würde ich nehmen, wenn ich an ein bisschen kleineren Seen bin, so wie hier. An zu großen Seen funktionieren tut die da natürlich auch, aber hier kommt die einfach ja, besser mit klar, gerade wenn ihr ufernah angeln wollt. An größeren Seen ist die Spiruline-Montage, die ja eigentlich fast das Gleiche macht, besser, weil ihr einfach mehr Gewicht habt und weiter rausfeuern könnt. So Leute, das waren die beiden Posenmontagen. Probiert die unbedingt mal aus, wenn ihr Anfänger seid. Schaut euch das nochmal ganz genau an. Super einfache Montage, funktioniert top an den meisten Forellenseen. Ich wünsche euch viel Spaß und guten Fang. Wir packen jetzt ein und gucken mal, vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Drill vor dem Feierabend.